So, und da sind wir wieder am Tag 7. Wir haben 4 Uhr morgens. Die letzte Nacht ist quasi überstanden. Jetzt auf dem Weg zur letzten Nacht wieder zusammen mit dem guten Davertz. Einen wunderschönen. Hallo. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie es jetzt abläuft. Wir wissen nicht, ob wir hier in unserem Loch eine Verdammnis viel davon mitkriegen. Ich habe jetzt mal eine Donnerbüchse ausgerüstet und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir damit irgendwem auf die Fresse hauen können. Ich gehe mal hoch. Ich gehe mal rausgucken, wie denn der Stand der Dinge ist. 4 Uhr ist ja im Grunde genommen schon früh morgens. Oh, moin. Hast du jemanden weggedonnert? Ich hab da was gehört. Ja, so richtig gedonnert ist noch nicht. Komm mal so, es geht. Wahrscheinlich ein Headshot mit 2 Treffern, aber hier oben ist noch relativ voll. Es hört sich so an, als wären hier noch ein paar Leute. Ja, ich komm mal hoch. Wahrscheinlich müssen wir mal diese Fallen noch. Ich geh mal raus hier. Ich geh mal gucken. Ja, moin. Hier ist also. Hier draußen ist noch Party. Frühaufsteher, wa? Irgendwie schon. Oh ja. Ach, da laufen auch welche oben drauf rum. Okay, pass auf. Ich probiere nochmal Donnerbüchse. Ob ein Headshot was bringt da. Ja, also Headshot ist halt instant. Ja, muss natürlich auch treffen, ne? Hinter dir kommt noch einer. Guck. Oh ja. Ich dachte jetzt, bei der Kopf wäre weg, aber. Ja, der ist irgendwie nicht weg. Boah, manche sind aber echt flink. Das sind bestimmt verschiedene Level-Zombies, oder? Aber wir müssen jetzt auch noch ein paar killen, weil wir brauchen die Level. Wir brauchen nämlich Fertigkeitspunkte, damit wir endlich leckeres Essen kochen können. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich mich ein bisschen schwer daran tue, die am Kopf zu treffen, ne? Ja, man weiß aber auch nicht, wo gerade die Hitbox-Kopf zu welchem genau, Zeitpunkt also ist. Wahrscheinlich muss man sich eigentlich nur auf den Dings konzentrieren, aber man weiß halt, man hat immer das Gefühl, man haut seitlich dran vorbei, ne? Ja. Ja, sollen wir nochmal in die City? Ich habe einen Dietrich dabei. Du hast ja gesagt, du hast da einen Safe gefunden. Können wir mal gucken, ob wir da was finden? Ja, ich würde gerade nochmal ganz kurz hingehen und mal meine Bauernskills hier raushauen. Ich habe nämlich Samen für ein bisschen was an Stuff dabei. Wollen wir das nicht lieber nächste Nacht machen, wenn wir die überlebt haben, um dann zu gucken, wie wir genau die Basis bauen? Ja, so eine Eiche kann ich auch noch setzen. Guck mal, aber hier, das sind die Bäume, die ich gepflanzt habe. Die hier. Oh, krass. Mhm. Oh ja, stimmt, die davon hatte ich auch gesetzt. Also ich habe die bei uns auf dem Hügel gesetzt. Mhm. Gut, sollen wir nochmal in die City gucken? Ich habe auch wieder nur 88 HP. Ich könnte mir aber mal, du hast ja leckeres gegrilltes Fleisch gestern gemacht. Ich werde mir jetzt mal lecker gegrilltes Fleisch kredenzen. Ist nicht so gut. Du hast ja mal welches in Real Life gemacht mit Kaffee und Chili, ne? Ja, Kaffee-Chili-Marinade quasi. Ja, total geil. Wobei es ja weniger eine Marinade ist, als eigentlich mehr so pulverisiertes, krustknuspriges eingepudert. Ja, drin gerollt halt eigentlich, ne? Ja, so gewendet in Kaffee. Das schmeckt schon ziemlich abgefahren. Ja. Ist tatsächlich auch beim ersten Mal oder vorm ersten Mal halt befürchtet, dass es auch bitter werden könnte durch den Kaffee, wenn er auf dem Grill ist, aber es ist ja tatsächlich auch nicht geworden. Nee, das ist aber, glaube ich, auch ganz entscheidend, was für einen Kaffee man da nimmt, tatsächlich. Das also, kann sein. Ich gebe auch dann Bohnen und mit dem Mörser gib ihm. Dann ist noch die, also ich hoffe ja sowieso, dass jetzt im Sommer, also wir werden ja noch ein bisschen mit dem ganzen Scheiß rumhantieren müssen, ne? Ja, da aber, ist von auszugehen. Aber ganz cool wäre es ja, wenn im Sommer wieder ein bisschen Lockerungen kommen könnten und man so auf jeden Fall dann nochmal die Möglichkeit hätte, auf jeden Fall auch nochmal zu grillen und Bier zu trinken. Hätte ich schon ein bisschen Bock drauf. So, da ist der Safe. Wo? Da. Geradeaus durch? Ja, auf dem Tisch.
ich versuch's. Ich knacke. Der Dietrich ist zerbrochen. Also man braucht scheinbar mehr. Hier sind noch Schränke, die noch unberührt sind. Das dauert sehr lang. Oh ja. Oh, medizinischer Vorrat. Oh, nice. Schießpulver. Okay, manche Wände kann man einfach so kaputt machen. Oh, Nahrungsvorrat. Ravioli, Dosenravioli, Alter. Yeah. Das geht auch mit der Dingsfolge, mit der Keule. Apropos, wo du jetzt sagst Keule, ich habe eben die Keule gar nicht aufgesammelt. Lol, da müsste ich ja wahrscheinlich nochmal eine machen. Nee, die müsste doch noch hier liegen irgendwo. Das war doch hier in dem Haus. Ja, aber weißt du, bis wir die gefunden haben, mach ich dir mal eben eine neue Keule. Ja, komm her. Ich kann mich auch tatsächlich nicht mehr so dran erinnern, wo das war. Wo bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Nach unten. Okay, hier, komm. Da. Ja. Muss halt auch auf die rüberhauen, ne? Was macht eigentlich die Topfpflanze? Was kann man mit der machen? Kann man die zerlegen und dann... Dann kann man hast du, glaube ich, Holz. Nee, Lehmboden. Oh, okay. Hat man den Keller schon vollends durchsucht? Nee. Weil dann lass uns lieber nochmal ein anderes Haus. Lass uns, ach, Garage, cool. Lass uns lieber nochmal ein anderes Haus durchforsten. Im Keller waren wir hier noch nicht fertig, da haben sie uns raus vertrieben. Man kann ja auch übrigens, also hier sind so Säcke, da kann man auch Kiesel und Zement rausschlagen. Ich durchsuche gerade nochmal eben die Garage. Ich suche gerade mal den Zugang zum Kanal, aber hier. Papier ist übrigens auch nicht unwichtig. Ja, ist für Munition und sowas, habe ich gesehen, braucht man halt häufig, ne? Mhm. Ist auch Metall, ja, okay. Ah, warte mal, vielleicht kann ich das mit dem Ding auseinanderbauen. Der holt ja nur Dings raus, okay. Da holt er nur Metall raus. Wo bist du jetzt gerade? Keller. Ich höre auch wieder Leute. Ich versuche hier gerade noch so eine Tür aufzuschlagen. Also ich habe von Leuten gerade den Kopf entfernt. Der Knüppel, oder? Ja. Knüppel ist gut, oh, ne? Primitiver Bogen, Stufe 2. Oh, nice. Ach, du bist so rum in den Keller gegangen und ich war einfach komplett andersrum. Alteisenstiefel. Zweimal. Oh, nice. Noch ein primitiver Bogen. Ich schmeiß ihn direkt mal raus. Hier. Dir die Stiefel. Waren das zwei, oder was? Ja, ja. Okay. Noch eine Donnerbüchse. Ja, dann nimm die, ne? Welche Stufe hat die? Ja, hab ich dabei. 3. Boah, nice. Meine hat nur Stufe 2. Was machen die Schwere? Belastet dich, bietet einen guten Schutz. Aber die ist schwer, ne? Die Rüstung. Ja. Das sind Eisenstiefel. Aber das steht jetzt gar nicht dabei, was sie für einen Unterschied macht, ne? Oh, geschmiedeter Stahl. Ach, die machen einfach nur so ein bisschen Rüstungsdings wahrscheinlich, ne? Ja.
Okay, wir sollten vielleicht noch ein weiteres Haus farmen. Ich farm noch ein bisschen Metall, damit wir halt voll die, gleich ja, voll die Werkbank hier machen können. Das ist natürlich geil. Stacheldrahtzaun. Liegt hier halt einfach eine Taschenlampe rum, aber die kann man nicht nehmen, ne? Hab ich auch schon ein paar Mal gedacht, warum die leuchten sogar. Ich hab's jetzt einfach auseinandergebaut. Bringt aber nicht viel. Gut. Ich gehe wieder hoch. Ich gehe mal ins nächste Haus. Leere, moderne Toilette. Mm. Ich bin auf der anderen Straßenseite dann. Ja. Ich, gleich ich dazu sagen muss, dass ich schon relativ voll bin vom Inventar. Ich auch. Ich habe auch schon dieses Packesel-Symbol da. Ja, das habe ich noch nicht. Ja, ich meine, manche Sachen kann man ja vielleicht auch rausschmeißen. Ich meine, in den Tastplots unten sind auch gar nicht belegt. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich die Stiefel. Ja, und vielleicht auch das Eisen und die 20 Lederteile, die ich dabei habe. Und Hunger hat er auch schon wieder. Mhm. Einfach auf die Fresse! Ich meine, was musst du als Zombie verbrochen haben, um bei der Apokalypse in so einen Schrank gepackt worden zu sein? Ich habe mir eine Schürfwunde zugezogen. Okay, ich habe gerade auch mal so ein Auto mit einem Schraubenschlüssel zerlegt. Das ist schon relativ krass, was man da so rausholt. Mhm. Hast du da wen weggedonnert? Ja. Und das lockt auf jeden Fall so ein bisschen an. Hier draußen sieht es noch ruhig aus. Nein, damit im Haus. Achso. Alter, deine Keule haut hier halt einfach direkt um, ne? Eine Handtasche, Thunfisch. Ach gut. Kaffeeautomat. Nichts drin. Maismehl. Und ein Glas Honig. Steroide. Mach mal hier sicherheitshalber die Fallen weg. Wir sind im Tag 7 und es ist 9.21 Uhr, also ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich guck mal gerade, was hier unten abgeht. Also da ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zombie-Action.
Zombies. Ist das oben? Bei dir? Nee, unten. Im Keller. Achso. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin betäubt gewesen, glaube ich. Weiß gar nicht, was Steroide bringen. Laufschuhe. Alter, ich bin auf jeden Fall ganz schön im Arsch, ne? Hast du Medis? Ne. Verband kann ich hier geben. Ne, Verband habe ich. Ich esse mal was. Ich habe Gehirnerschütterung. Noch für eine Stunde und 39. Ich bin irgendwie verletzt. So mit 1,1%, dass ich kontaminiert bin. Steht noch ein Zombie in der Ecke. Ach, die steht. Ach, krass, okay. Ich bin auf jeden Fall infiziert. Würde ich mal sagen. Au. Oh oh. Ist weg, ich kann nicht schlagen, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Ich bin gleich auch dead, also ich weiß nicht, ob wir vielleicht, bevor wir hier hinterher sonst was wieder rausholen müssen. Also hier kommen wir wieder raus. Mit zweier Axt. Ja, puh. Ohne Medikamente ist halt ein bisschen doof, ne? Also für mich, das kommen wir auch erstmal zurück, weil ich bin jetzt 15 überladen. Okay. Ja, ich habe auch 16 HP. Eine Schürfwunde. Ich bin infiziert. Also ich brauche auf jeden Fall Medikamente. Ich brauche Antibiotikum, weißt du? Mhm. Ich weiß nicht, ob man das gegebenenfalls craften kann, aber... Guck mal gleich einfach mal. Kannst du ja eintippen und dann siehst du ja, ob es Antibiotikum gibt. Haben wir eigentlich... Und sowas haben wir ja so ein bisschen was. Haben wir eigentlich Dings? Gibt es irgendwie so eine Art Werkbank oder so, wo man den Scheiß... Du kannst mir übrigens ein paar Sachen geben. Ich bin voller Steroide. Ich kann ein bisschen mehr tragen gerade. Ich bin voller Steroide. Ja, ist so. Geht schon. Weil das Ding ist tatsächlich, dass dadurch alle meine Inventarpunkte gerade getragen werden können. Ach so. Dann noch für 6 Minuten. Kann man die Brücke eigentlich auch abbauen? Na klar. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Hm. Ist schon interessant. Bin mal gespannt, wie die 7. Nacht wird, ey. Ich versuche jetzt erstmal reichlich Eisen zu machen, damit wir uns 2 Eisensperre machen können, oder? Mhm. Eisen habe ich übrigens auch sehr viel dabei.
Tag 7 wird auch oben rot angezeigt. Ja. Kann ich einfach Eisen reinschmeißen und dann kommt da geschmiedetes Eisen raus, oder was? Ja, Eisen und Lehm müssen wir haben. Dann kannst du es im Rezept auswählen. Ach, sonst habe ich jetzt hier nur Eisen gefertigt, okay. Na, ich habe jetzt, wie viel Eisen habe ich denn jetzt dabei? Ja, wir haben sehr viel Eisen hier. Ich habe eben mir auch relativ... 180 habe ich jetzt auch noch auf Tasche. Ja, wir haben hier noch, warte, ich packe hier nochmal welches dabei. Aber wir brauchen halt noch Lehm, ne? Ja, der hat aber 1800 Lehm hat er drin. Ich habe den ja schon Lehm fertigen lassen die ganze Zeit. Ja, dann mach mal. Also wir haben hier hinten auch nochmal 100 irgendwas. Ich packe das mal eben noch rüber, weil gerade mein Inventar das ganz gut kann. Hier sind auch nochmal 242 Eisen. Wie nutzt man das denn? Dann geht man dann da rein und sagt Rezepte oder was? Apropos ja genau, Rezepte. Dann gehst du geschmiedetes Eisen und dann fertig das, weil bei Schmelzen dann siehst du halt, wie viel der eingeschmolzen fertig hat quasi. Mhm. Also Antibiotika muss man erst freischalten. Ja. Mhm. Braucht man Arzt und Rezeptantibiotikum. Mhm. Hier war noch irgendwo auch. Okay, ja, warte mal, machen wir es mal so. Fliegt übrigens immer mal wieder ein Airdrop lang, ne? Ja, ich hör's gerade. Dann müssen wir vielleicht demnächst mal gucken, was das ist. Vielleicht verpassen wir ja irgendwie was total Geiles. So voll die Waffen und so, weißt du? In der Schöpfung. Ja, was ist das für ein Geräusch? Was ist ein Geräusch? Ich glaube, mir geht's nicht gut. Ich habe halt noch 25 HP. Und... ich muss halt dringend Medizin haben. Ich habe halt eine Gehirnerschütterung, ne? Ich weiß auch nicht, ob man die heilen kann mit Dings. Ich habe eine Schürfwunde, ich bin infiziert. Ich würde mal eben noch Wasser einpacken. Da ist die leer. Okay, die habe ich jetzt voll gemacht. Ich bin jetzt nass, super. Ich würde mal eben kurz... aber wird man wahrscheinlich jetzt nicht sehen, wo der Airdrop gelandet ist, ne?
Mal gerade, ob ich hier irgendwo Medis finde. Das war ich, glaube ich, schon mal. Da brauche ich gar nicht hin. Da brauche ich nicht hin. Es scheint hier auch eine Art Wintergebiet zu geben, sehe ich gerade. Ja, gerade auf der Farm, vielleicht gibt es ja hier irgendwas drin. Sich so einfach hinlegen und schlafen kann man ja, glaube ich, nicht, ne? Nee, ich weiß nicht genau, doch, ich weiß nicht. Kann man, nee, ich glaube nicht, ich glaube, das ist nur zum Speichern. Ich habe einen Motor gefunden. Was ist das denn hier? Warte mal. Ach, Steine sind das, okay. Doch einer. Schmerzmittel immerhin. Ich nehme das mal, damit ich wenigstens ein bisschen mehr HP habe. Bist du auch bei mir hier? Ne. Ich bin auch in der Höhle. Okay, weil sich das gerade sehr komisch anhört. Okay. Da war ein Zombie gerade ein wenig festgebackt, sag ich mal. Wir sollten gucken, dass wir irgendwie noch zwei Klebeband zusammenkriegen. Ja. Ja, ich guck mal, was ich hier so finde. Ich denke, dann könnte ich uns gleich theoretisch wahrscheinlich schon Eisensperre machen, ja. Haben wir denn auch alles, um die zu reparieren dann? Weiß ich nicht, kann ich ja erst sehen, wie wir die gebaut haben. Also man muss einfach stupid auf das Fadenkreuz achten. Die Animation ist scheißegal. Irgendwas, was ich noch zerlegen kann.
Hallo, du hast dich aber jetzt auch echt bemerkbar gemacht. Also wenn man nur aufs Fadenkreuz achtet, dann geht das, glaube ich, besser. Ah, ich habe noch zwei Klebeband gefunden. Sauber. Irgendwas habe ich hier ein komisches Symbol, ich weiß nicht, was das heißt. Weiß nicht, ob ich vielleicht mal irgendwie was trinken. Ein Bier habe ich, Alter. Ja, wäre ich aber vorsichtig mit. Mehr Ausdauer, mehr Nahkampfschaden. Ja, wird dir aber direkt schwummrig. Also du siehst dann komisch. Jetzt einen Kaffee reingehauen, ich brauche Platz. Will ich sagen, aber das hört sich gerade an, als kämen hier ein paar Zombies. Nun, also. Ich baue hier gerade mal einen Fernseher ab. Bringt nichts. Der Fernseher bringt erst was, wenn er komplett ist. Aber auch bringt dann nicht wirklich viel. Krankenschwester, moin. Ich durchsuche eine Toilette, natürlich. Nee, schmutziges Wasser nehme ich jetzt nicht mit. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Antibiotikum. Kampfanzug. Wie macht man das nochmal? Ach, mit W. Ja, moin. Okay, hier oben ist ein bisschen was zombie-mäßig los. Oh nein. Nein! Okay, es könnte sein, dass ich deine Hilfe einmal kurz brauche. Ja. Um mich gleich in dieser Farm noch schnell zu holen, bevor es 22 Uhr ist wegen meinem Inventar. Hast du das Klebeband dabei? Das ist in dem Dings natürlich. Ah, das ist auf Tasche, auf Hand quasi. Obwohl, ne, Klebeband habe ich hier. Na komm, ich gebe dir das Klebeband. Lass mal raus hier. Ja, wir machen das nochmal da, wo ein bisschen mehr Platz ist. Ja, nicht, dass das irgendwie wegglitscht. Ist natürlich trotzdem doof.
Ist natürlich hier. Trotzdem doof. Bitte? Das ist vor mir. Nice. Okay. Kannst du mal gucken, was der zum Reparieren braucht? Wo soll ich das sehen? Ja, wahrscheinlich braucht der Eisen oder so, ne? Ich hab noch gar nicht, ich kann das noch nicht sehen. Der ist gerade noch in der Produktion. Ich kann auch noch Klebeband herstellen übrigens. Muss man eben hier kurz ein bisschen Inventar reinbringen. Da müssen wir mal schnell eben zu dieser Farm, wo mein Rucksack ist. Nicht, dass da jetzt viel Inventar drin ist, aber... Vielleicht können wir uns hier so ein Auto bauen, ey, bei dem ganzen Scheiß, den ich hier dabei habe. Ich habe jetzt einfach mal geschmiedetes Eisen mitgenommen, 4 Stück. Wenn wir Glück haben, reicht das zum Reparieren. Irgendwie habe ich einen Toten-Symbol bei mir dran. Totenkopf oder? Nee, anders. Ich habe einen Sichelmann. Okay. War das die Farm bei den Maisfeldern, wo du warst, oder? Ja, warte noch auf mich, ich komme mit. Ja, ich bin noch am vor der Tür. Muss nur Inventar leer räumen. Ich habe mal normales Eisen noch dabei, wegen eventuell Dings. Ja, habe ich auch 14 normales Eisen. Okay, ich komme jetzt hoch, dann geschmiedetes Eisen und dann direkt dahin. Ich brauche den Scheiß. Warum der Sichelmann da ist, ich weiß... Oh Mann. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Zu oft gestorben oder so. Okay, hast du noch geschmiedetes Eisen 2 für mich oder so? Okay. Merci. Dann würde ich sagen, lass mal schnell dahin. Jetzt muss man kurz überlegen, wo das war. Ich glaube, das war hier hinten. Vorsicht, ja, die Falle. Ist ungefähr 45 Grad hinter uns. Ja, ich bin, glaube ich... Aber die Brücke drüber, lass die fahren. Hinter dem Berg. Ich habe halt keine Ausdauer. Da ist der große Tresor oben drin. Ja, wir haben schon 17 Uhr. 17.45 Uhr. Es war die, quasi genau hier hinter die Farm. Das hohe Gebäude auf dem Dachboden. Ach da war ich noch gar nicht. Und da waren tatsächlich jetzt, das Problem ist, da sind jetzt auf einem Schwung irgendwie 5 Zombies, glaube ich, oben gewesen. Jetzt hat der schon wieder Hunger. Warum ist da so ein Sichelmann unten in der Ecke? Ich raff's nicht. Manche Symbole, ich glaube, ich muss mal manchen Symbolen nochmal gucken, warum das so ist. Ich bin durch den Keller reingegangen. Hier hinten lang. Ich glaube, auf dem Dachboden, da waren so viele, da muss irgendwas Cooles sein. Schlechtes Wetter. Mhm. Oh, und ich höre Zombies. Ja, ist ja, schon oben? Ja. Oh, das. Okay, der Speer macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Aua. Also macht auf jeden Fall mehr Blut. Natürlich habe ich wieder eine Schürfwunde. Natürlich blute ich jetzt wie Sau. Oh.
kalt hier oder was? Okay, Stand jetzt. Ich brauche wieder Antibiotikum. Das gibt's doch nicht. Und ich brauche Schmerzmittel. Ich habe noch 7 HP. Also wenn wir irgendwas finden. Ah ja, der geht schon relativ gut ab, der Speer. Oh, nice. Donnerbüchse Stufe 2 und Donnerbüchse Munition. Alter, Shepard fängt das hier draußen an zu scheppern auf einmal. Was ist das für ein Geräusch? Ich zerlege ein Auto. Achso. Wie baue ich denn nochmal so eine scheiß Leiter, ey? Leiter eingeben. Ja, nee, ich meine, wie. Ich habe die irgendwo hingebaut, aber. Ach, die hängt schon da, okay. Okay, 19 Uhr. Ich mache mich mal auf den Rückweg. Ich muss auch was essen, ganz dringend. Mhm. Oh, natürlich ist Antibiotikum gefunden. Oh. Rein damit. Natürlich, diese Schürfwunde, ne? Aber diese Gebäude bringen echt viel. Das ist schon mal gut zu wissen. Hast du das Gefühl, dass der Speer richtig was bringt? Ja, so. Ich habe das Gefühl, der tötet schon deutlich schneller. Okay, aber es waren wahrscheinlich einfach zu viele. Noch 10 HP. Uhr, es wird knapp. Also manche Symbole verstehe ich nicht so richtig. Hast du unten in der Ecke auch den Sensemann? Nee. Okay, was ich auf jeden Fall feststelle ist, also abgesehen davon, dass das Wetter natürlich schlechter wird. Also meine Heilung geht auf jeden Fall hoch, also die Infektion, sagen wir mal, geht weg. Ich habe trotzdem noch 48 Minuten eine Schürfwunde und warum auch immer den Sensemann da unten in der Ecke. Okay, ich habe das Gefühl, also ich bin echt gespannt. Ich habe das Gefühl, dass die Basis nicht reicht. Aber wir werden es erleben. Dann haben wir auf erstmal wieder ein paar Tage Zeit hier. Oh, ich koche uns mal Maiskolben. Hast du nochmal Level abgehabt oder was? Nee, ich konnte das wahrscheinlich schon. Was hast du denn in dieser Waffenkiste da gehabt?
Munition, glaube ich, wieder. Eine Donnerbüchse, Stufe 2 und Munition. Okay. Auch Schrotpatronen gefunden, Eisenpfeile. Totengräbermod. Das war Totengräbermod reingepackt. 15% mehr Schaden gegen Erde. So. Ja, mit dem Maiskolben kochen, das ist natürlich ganz geil, wenn wir tatsächlich Mais anbauen können bei uns. Hm. Reparaturkit, wie war das nochmal? Wie musste man das nochmal machen? Moment. Reparaturkit brauchst du Klebeband und geschmiedetes Eisen. Ein geschmiedetes Eisen und ein Klebeband. Ich glaube, wir haben kein Klebeband mehr. Ich habe noch eins. Ja, dann kannst du machen. Kann man das jetzt reparieren dann? Hm. Repariere mit einem Reparaturkit. Habe ich doch. Ach, das muss man erst ablegen. Dann reparieren. Okay. Aus so Stofffetzen kannst du Klebeband machen. Wir haben 21.18 Uhr. Sollen wir mal ganz nach unten gehen und dann ganz in die Ecke, damit die ganz runtergraben müssen? Oben habe ich schon alles zugemacht, weitestgehend. Alter, ich bin so gespannt. Jetzt haben wir alle so eine Panik davor geschoben, ne? Wir sollten hier unten vielleicht auch nochmal ein Feuer machen, weil das, glaube ich, hilft gegen... Kälte und Angst. Ach, Nahtodtrauma ist das, okay. Weil wenn man Tab drückt und da seinen Charakter anguckt, kann man auch sehen, was die Sachen sind. Wärmendes Feuer, genau, das packt irgendwie, hilft irgendwie wohl scheinbar. Ja. Ich habe Hunger, aber weil ich was Gekochtes gegessen habe, also durch Hunger sinkt meine Ausdauer und durch was Gekochtes steigt die wieder. Okay. Okay, Feuer bringt Kältewiderstand. Und irgendwas, ach so, wenn man sich bückt, kann man irgendwie irgendwas besser sehen oder was? Nee, ich glaube, dann bist du getarnt. Was ist dann diese, warte mal, muss man ja dann auch auf dem Charakter sehen. Fährtenleser, 20 Sekunden, also wenn man sich bückt, kann man wohl scheinbar besser Fährten lesen, ne? Ja, das habe ich auch. Das wird dann bei mir grün. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie man so eine Schürfwunde heilen kann. Verband? Warte mal. Sind die am häufigsten auftreten, mit einer Zeit heilen? Eigenschaften oder medizinische Gegenstände wie Aloe-Creme, Erste-Hilfe-Verbände oder Verbandskästen erhöhen die Heilungsgeschwindigkeit. Ich könnte jetzt nochmal so einen Verband nutzen, aber... Wenn das sowieso mit der Zeit weg ist, dann auch noch bis morgen... Oh, Steinvorschlaghammer. Okay, wir haben 22 Uhr und ich glaube, jetzt geht's los. Kannst du einen Steinvorschlaghammer bauen? Ja, ich baue gerade zwei Stück.
Das ist dein Schmiededing, ne, du? Das kann sein. Ja, warte, ich guck mal, ob ich den auch bauen könnte. Ich kann theoretisch auch ein Robotik... nee, ich kann Robotik... Nee, Steinvorschlagkammer könnte ich auch bauen. Holzfasern, so. Kleiner Stein und Holz, ne? Ja, genau. Ich habe nur keine Pflanzenfasern. Nicht genug. Was kann der machen? Wahrscheinlich ist der wesentlich besser, um hier in... Ich glaube, damit kannst du auch Leute kloppen, weil damit mache ich auch mehr Schaden, das weiß ich. Ja, dafür wird wahrscheinlich die Picke am besten sein, ne? Ja. Der zieht aber ordentlich Ausdauer. Mhm. Kannst du auch Leute kloppen. Ob wenn ich den Bau... Hast du mal Fasern für mich? Hm? Kannst du einfach mal Fasern hinschmeißen? Ne, bei mir ist der auch Level 1, scheiße. Ich dachte, ich würde den tatsächlich Level 2 machen. Aber ich habe den, glaube ich, auch noch nicht gedingst. Zwischendurch kam jetzt hier und da mal gruselige Musik. Mhm. Ach, Donnerbüchsen kann man mittlerweile auch echt selber bauen, so, ne? Herr Kleber, kurzes Eisenrohr. Hast du Dings ausgemacht? Ah, ne, war kein Holz mehr drin, ne? Ja. Wir haben leider auch nichts zu essen gerade hier, glaube ich. Doch. Die Donnerbüchse im Lagerfeuer sieht schon ganz schick aus. Ja, die ist so silber, ne? Ja. Die sieht auch anders aus als... Du hast jetzt die Level 3, ne? Ja. Ja, die werden aber wahrscheinlich gleich aussehen. Ja, denke ich auch. Oh, die Uhrzeit entspricht jetzt der Uhrzeit gerade. Mhm. Also noch kriege ich ja nichts mit hier von der siebten Nacht, ne? Nö. Guck mal gleich mal, wie es oben aussieht. Wenn die Tabula Rasa gemacht haben, wissen wir Bescheid. Kann natürlich sein, dass die einfach nur versuchen, sich jetzt runterzugraben und nicht bis hier runterkommen, ne? Ja. Oder weil wir direkt unten waren, wissen die vielleicht gar nicht, wo wir sind. Ja, spannend, ne? Ja, ich nutze diese Hochspannungssituation, um gerade mal kurz Getränk wegzubringen. Mhm. Kann man zerlegen hier. Mhm, mhm. Gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Bonbon-Dosenmine. Aha. Eisenschaufel und sowas, Eisenspitzhacke, können wir natürlich alles machen. Haben wir eigentlich alles da, ne? Mittlerweile. Also aus der Klebermann, das müssen wir vielleicht noch machen. Mich würde immer mal interessieren, was die Sachen... Steht das hierbei? Der Clownhammer eignet sich prima dafür, die Mauern der Basis zu reparieren und aufzuwerten und macht sich auch als Waffe nicht schlecht. Kann mit einem Reparaturkit... Okay. Eiserne Feueraxt. Kann mit einem... Kann man gut Holz fällen. Okay. Warte mal.
Ein leerer Eimer kann mit Wasser gefüllt werden, womit es transportiert werden kann. Das ist ja... Das ist eine Mine, okay. Stacheldrahtzaun. Die Legen haben wir direkt genutzt und noch Weihnachtsgebäck geholt. Ah, lecker. Ich habe ja ein Paket für den Underwood gepackt, was ich morgen oder übermorgen wegschicke. Und da sind auch selbstgebackene Kekse drin. Was war das? Ich hab nachgeladen. Okay. Wie viel Schuss hast du dabei? 20. Auch gut. Ja. Kann ich hier nochmal... Ich habe hier noch gefütterte Brustpanzer. Wie sieht's denn bei dir aus mit... Was hast denn du an Kleidung an? Eine Pflanzenfaserkapuze. Das war's. Habe ich noch nicht an. Okay, ich habe ja oben eine Sonnenbrille hingelegt, ne? Ja, muss ich noch aufsammeln. Lederponcho. Als Jacke, ja? Okay. Mhm. Ja. Gefütterten Brustpanzer. Pflanzenfaser. Welches Level hat der gefütterte Brustpanzer? 2. Du willst einen Dreier haben? Optional. Ja, wobei, warte mal, den muss ich vielleicht noch, eventuell muss ich den noch behalten. Ja, weiter. Pflanzenfaserhemd. Mhm. Pflanzenfaserhandschuhe. Mhm. Gefütterte Beinschienen Stufe 2. Mhm. Pflanzenfaserhose. Mhm. Und Laufschuhe. Okay. Also ich habe einen Alteisenhelm. Eine Skibrille. Ein Kopftuch. Eine Jacke. Ein Alteisen-Brustpanzer, ein Kampfanzug oben, Pflanzenfaserhandschuhe, Alteisen-Schienbeinschoner da, ein Kampfanzug unten und Alteisen-Stiefel. Ich bin, glaube ich... Du solltest also nicht schwimmen gehen. Ich sollte nicht schwimmen gehen, aber es erklärt vielleicht auch, warum ich so schnell keine Kondition mehr hatte. Ja, ich interessiere da schon ein bisschen, wie es da oben aussieht, ne? Aber du siehst auch, glaube ich, sportlicher aus als ich. Ich sehe aus wie ein Penner. Du siehst aus wie ein Penner in Metall. Das wird sein. Ach ja, und ich habe die Totengräber-Mod auf meiner Schaufel, ne? Ich habe jetzt 15% mehr Schaden gegen Erde. Ja, wir müssen mal so eine Eisenspitzhacke machen demnächst. Mhm. Mal damit kommen wir, glaube ich, besser klar. Mit dem Vorschlaghammer können wir, glaube ich, auch einfach Zombies hauen. Ich weiß jetzt nicht, wofür der sonst da sein sollte. Man kann mit rechter und mit linker Maustaste hauen scheinbar. Also scheinbar. Aber der frisst echt Ausdauer, ne? Ja. So, langsam ist aber hier auch, muss ich mal wieder was essen, ey. Musik fängt schon an, entspannt zu werden. Komisch. Ich glaube, ach, jetzt weiß ich, was, warum das Sterben scheiße ist. Wenn du stirbst, dann wird oben diese Anzeige, die lila ist, die wird dann rot. Und dieses Rote blockiert quasi das Leveln. Das läuft, okay. Muss erst nach unten ablaufen, bis es wieder nach oben weiterläuft. Mhm. Deshalb, ne, weil ich so oft sterbe. Ja, mir ist lila Anzeige wieder kurz vor Ende. Das heißt, dann habe ich auch dann wahrscheinlich gleich wieder nächste Stufe. Ja. Warum sterbe ich eigentlich immer und du nicht? Ich lauf schneller weg. Ja, ich glaube, ich... Du der Eisenpenner bist. Ja, ich glaube, ich, weil ich immer einfach reinrenne, ne? Das hätten wir mal die ganze Zeit machen können, einfach, um ja, hier schon mal ein bisschen... Ja, relativ viel sogar. Ja, und auch einfach, um Platz zu machen, ne?
Ja. Ist ja jetzt nicht so, als ob wir hier was Besseres zu tun hätten. Nee. Oh, ich bin auf Erde gestoßen. Ich nehme mal meine Superschaufel. Ich dachte, ich wäre auf Erde gestoßen. Ah, da. Boah, wie die Erde weggeht, Alter. 15% mehr Schaden gegen Erde. Au! Oh, Zombie! Wo kam der jetzt her? Keine Ahnung. Stehen gerade, Huch, hat er sich umgedreht, dass ich einen abgekriegt habe. Aber kam nicht von dir. Bestimmt oben durchgekommen. Wahrscheinlich runtergefallen. Ich bin jetzt aber ein bisschen erschrocken. Ja gut, war jetzt auch nicht zu erwarten, ne? Nee. Da drehst dich einmal um, fängst an zu buddeln, zack. Ist gleich hier so Zombie-Nest gefunden. Ah, Fertigkeitspunkt. Schön. Ich brauche noch 100 Jahre dafür. Weil dadurch, dass ich jetzt ja eben gestorben bin, geht bei mir jetzt gerade erst rot weg. Das heißt, es geht gleich erst wieder los zu leveln. Was ist denn sexueller Tyrannosaurus bei allgemeinen Stärken? Mir auch schon gedacht. Aber was gut wäre, glaube ich, wäre... Ach ne, guck mal, das ist nur blockiert gewesen, okay. Was gut wäre, wäre, glaube ich, tatsächlich... ich weiß ja nicht, wie es mit Nahrung und so noch aussieht. Was diese Felder angeht und so. Ja, ja, da habe ich, ja, glaube ich, auch schon einmal ein bisschen gelevelt. Deswegen kann ich ein bisschen was schon setzen. Und vom Landleben bin ich schon eins. So, okay. Weil das ist irgendwie... Ich glaube, wir müssen echt auf Nahrung. Ja. Also es wird nicht besser werden, glaube ich. Ein Level ist schon ordentlich, ne, was dann geht, so. Meinst du, der Zombie ist hier unten vielleicht einfach gespawnt? Wäre aber ein bisschen komisch, ne? Ja, allerdings. Ich hämmere hier. Bin nicht genug Ausdauer, also mal Kaffee trinken, ja. Ja, aber ich könnte tatsächlich mal einen Schluck trinken. Übrigens auch im Real Life, ich muss mal mein alkoholfreies Bier aufmachen. In letzter Zeit finde ich auch meinen Dings nicht mehr, meinen Flaschenöffner. Bin ich auch ein bisschen froh, dass ich einen Leatherman hier unten habe. Aber weißt du, was der Leatherman nicht hat? Ein Flaschenöffner. Echt? Ja. Ich meine, das geht natürlich mit der Zange so, ne, aber... Was hast du jetzt gelevelt? Schädelbrecher. Das ist? Mit dem Vorschlaghammer. Okay, du kannst das bestimmt Level 2 Vorschlaghammer schon bauen, oder? Achso, das ist natürlich eine gute Frage. Ja. Nice. Dann kannst du mal direkt 2 bauen. Ja. So, mit dieser Flasche habe ich dann auch das Bierziel für heute erreicht. Was denn? 5? Nee, 3. Um den Kasten voll zu kriegen, damit ich ihn wegbringen kann. Lol, ich dachte schon, du hättest jetzt irgendwie so ein Maximum. Nee. Der ist noch von der Laden übrig. Da waren noch 4 Flaschen, die fehlten. Hier liegt der Vorschlaghammer, Stufe 2. Da werde ich mal den ich jetzt habe, zerlegen, ey. Ja, mache ich gerade auch.
Ja, ich level mal eben noch auf hier, also ich versuch's zumindest. Ja, gleich ist Nacht 7 durch. Ist ja schon ein Witz gewesen, ne? Gut, ich denke aber auch, dass das vielleicht ein bisschen Meta ist, sich so einzugraben, ne? Ja, ich vermute auch. Wahrscheinlich hätte man ansonsten eigentlich das erste Mal versucht, sich oben irgendwie zu verbarrikadieren. Mhm. Was dann wahrscheinlich völlig in die Hose geht, die auch springen können. Wobei ich das natürlich, was wahrscheinlich zum Zuschauen und zum Machen und so auch ein bisschen spannender ist, ne? So mit dem Fallen, ja, und Abwehren und so. Aber es macht vielleicht Sinn, vorher ein bisschen zu leveln. Meine maximale Ausdauer wurde vermindert, denn ich bin hungrig. Wir müssen auch herausfinden, wie wir Felder zum Beispiel anlegen können, weil ich kann dieses Saatgut kann ich nicht überall setzen, scheinbar. Da musst du Gärten und Felder so scheinbar anlegen, das stimmt, ja. Ich weiß noch nicht genau wie. Warum auch immer wir hier graben, also tatsächlich eigentlich nur zum Leveln, ne? Ja, und um ein bisschen Platz hier unten zu haben, ich fand das sehr beklemmend hier. Ja, das stimmt. Boah, ja, 15% mehr Schaden gegen Erde, das, die machen sich aber jetzt gerade hier auch bemerkbar. So, das war die Nacht, dann würde ich sagen, machen wir hier das Video auch wieder, ne, machen wir hier auch nochmal Ende und sagen einfach bis zum nächsten Mal mit dem nächsten Tag. Jetzt nach dem 7. Tag mal schauen, wie wir weitermachen und wo wir dann enden, oder? Ja, und wie es oben aussieht, ne? Und wie es oben aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. bis dann. Ciao.